ist nicht schlecht. Oder lieber dich. Manchmal ist es nicht leicht für einen Mann, das Richtige zu finden. Und eine Pfeife ist so etwas Persönliches. Welche gefällt dir denn? Hm? Naja, also diese nicht. Ja. Diese? Hervorragend. Finde ich auch. Die ist sehr schön. Also, George, wir nehmen diese. Hm? Da machen Sie nichts falsch, Mrs. Hart. Das ist unser bestes Stück. Ihr Vater wird sich sehr freuen. Na, hoffentlich. Er wohnt doch noch in Briarwood in Maryland. Ja. Dann brauche ich nur noch eine kleine Unterschrift und ich sorge dafür, dass die Pfeife eingepackt und abgeschickt Danke. Wird. Danke. George, ich hätte gern noch eine Zigarre. Was denn wie? Sie rauchen Zigarren? Nein, nein, ich doch nicht. Aber Max, er macht Ferien. Ich will sie ihm sozusagen als Reiseproviant schenken. Die Pfeife ist wirklich schön, Schatz. Hier hätte ich etwas sehr Gutes für ihn aus Jamaika. Hervorragend. Na gut, dann nehmen wir die. Ja, und haben Sie vielleicht noch etwas Besonderes, etwas ganz Ausgefallenes? Da habe ich genau das Richtige für Sie. Das sind wahrscheinlich die besten Zigarren der Welt. Die hat mir ein Freund aus Kanada geschickt. Kanada? Seit wann machen die Jungs da oben Zigarren? Eine kubanische Kostbarkeit. Ich möchte es mal so ausdrücken. Vielleicht der Rolls-Royce unter den Zigarren. Das hört sich gut an. Hier, schnüffel mal, Schatz. Fein. Warum stinken sie dann bloß so, wenn sie brennen? Sie werden feststellen, dass Zigarren dieser Qualität ein angenehmes Aroma haben. Ach was. Solche Leckereien sind doch sonst in Metallröhrchen verpackt. Nein, so etwas Ausgefallenes ist nicht so verpackt. Ich mache es Ihnen aber gerne zurecht für die Reise. Es sei denn, Sie nehmen die ganze Kiste. Ich finde, wir sollten Max schlechte Angewohnheiten nicht noch mehr unterstützen. Nur eine, George. Dreimal Kaffee, schon unterwegs. Haha, Kaffee à la Max. Es ist ja wunderbar. Große Klasse, Max. Sieh dir das an. Ja, dann ist mir die Überraschung ja gelungen. Cheers. 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 Schatz. Das ist richtig gut. Und jetzt haben wir eine Überraschung. Jetzt? Jetzt. Max, das hier ist für Sie ein Erster-Klasse-Ticket nach Las Vegas und zurück. Mit einem Gutschein für 5 Tage in der Präsidentensuite im Caesars Palace Hotel. Oh Gott. Danke. Und außerdem? Ach ja, und außerdem haben wir hier noch eine ganz besondere Überraschung für Sie aus dem Zigarrenladen. Ist das die richtige? Das ist das Höchste. Eine Kuba-Spezial. So eine habe ich nicht mehr geraucht, als ich mit Carmen der Karibik Cha-Cha getanzt habe. Nein. Nein, bevor ich nicht ganz groß gewonnen habe, zünde ich die nicht an. In dem Augenblick, in dem ich mir die Siegerzigarre anstecke, wird jedermann wissen, dass das Spiel vorbei ist und dass ich gewonnen habe. Tja, wenn das so ist, Max, wünschen wir Ihnen viel Glück. Woher wissen Sie, dass ich nach Vegas will? Ich habe nichts gesagt. Um diese Jahreszeit fahren Sie doch aber immer nach Vegas. Am Montagmorgen geht's los, pünktlich um 8:30. Und Sie bleiben auch immer ganz genau 5 Tage. Ihr Leben ist wie ein offenes Buch, Max. Sie sind berechenbar, haben Sie das nicht gewusst? Was denn, ich bin berechenbar? So wie der Sonnenaufgang. Am Montagabend rufen Sie an und fragen, wie es Friedwart geht. Dienstagabend rufen Sie an und fragen, wie es Friedwart und mir geht. Am Mittwochabend fragen Sie nach Friedwart, Jennifer und mir. Tja, das mache ich tatsächlich. Ja, ja, das tun Sie. Das sind aber nur 3 Abende. Und was ist mit der letzten Nacht? Am letzten Abend rufen Sie immer an und bitten um einen Vorschuss auf Ihr Gehalt. Bei Ihnen geht eben alles seinen geregelten Gang. Ja, und was war gestern, als wir einkaufen waren und ich einen außerplanmäßigen Hunger auf Eis bekam? Soll ich raten? Sie haben Pistazien-Eis bestellt mit Schokoladensauce und mit Erdnüssen, richtig? Schön, dann gehe ich jetzt packen. Aber das brauche ich Ihnen ja gar nicht zu erzählen. Das haben Sie auch schon gewusst. Sind wir jetzt zu weit gegangen? Ich glaube, er ist ein bisschen beleidigt. Oh, er kommt drüber weg. In Las Vegas hat er es längst vergessen. Berechenbar. Natürlich bin ich berechenbar. Wo kämen wir denn dahin ohne Ordnung? Nirgendwo kämen wir dahin.
Ich kann nicht einsehen, dass es verkehrt sein soll, sein Leben gut durchzuplanen. Du vielleicht. Berechenbar. Ich dachte immer, ich bin für die Max der Zuverlässige. Und wer bin ich? Max der Langweiler. Na, warte, ab sofort weht ein anderer Wind. Hallo, hier ist Max. Hol Freddy an den Apparat. Ah, es duftet nach Pfannkuchen, wie herrlich. Liebling, mach dir nicht so viel Mühe, ich esse höchstens einen. Und wie wär's, wenn wir mal gar keinen essen? Gar keinen? Nicht einen einzigen? Nein, nein, Montag ist für mich immer Pfannkuchentag, sonst fängt die Woche nicht richtig für mich an. Ich weiß, Max hat mir ja auch alles aufgeschrieben, ich kann nur die Backmischung nicht finden. Meinst du vielleicht, Max hat sie versteckt, weil er sich gestern über uns geärgert hat? Nur weil wir sagten, er sei berechenbar? Ja. Nein, sowas würde er nicht tun. Er weiß doch genau, wie du jeden Montagmorgen auf deinen Pfannkuchen wartest. Ja, das stimmt. Wie komme ich auch nur auf so dumme Ideen? Jetzt habe ich aber eine gute Idee. Hm? Wir flitzen schnell rüber zu Larry und frühstücken da. Da gibt es wundervolle Pfannkuchen. Nicht so gute wie die von Max, aber man muss ja flexibel sein im Leben. Ich esse einen mit Blaubeeren. Blaubeerchen sind gut. Blaubeeren. Ja? Hier ist Melton Charles. Ich komme im Auftrag der Gesundheitsbehörde. Ich möchte dringend mit Jonathan Hart sprechen. Mr. Hart. Ganz recht. Milton Charles vom Gesundheitsamt. Aha, guten Tag. Was kann ich denn für Sie tun? Es geht um eine sehr ernste Angelegenheit. Das ist meine Frau Jennifer. Freut mich. Das ist Mr. Charles. Mr. Charles, nehmen Sie doch Platz. Bitte. Ich fürchte, Ihr Leben ist in Gefahr. Mein Leben soll in Gefahr sein? Wieso? Sie waren bei George Weisenkopf und haben Zigarren eingekauft, nicht wahr? Ja, haben wir. Ich muss Ihnen hiermit leider die Mitteilung machen, dass Weisenkopf letzte Nacht gestorben ist. Das ist ja nicht zu fassen. Was ist denn passiert? Er hat eine vergiftete Zigarre geraucht. Eine vergiftete Zigarre? Ein Teil der Tabakernte für diese Zigarren ist mit tödlichen Pflanzenschutzmitteln besprüht worden. Meine Behörde hat es durch bestimmte Umstände leider zu spät entdeckt. Zu Ihnen komme ich ja anscheinend noch zur rechten Zeit, hm? Jonathan. Tja, ich fühle mich noch ganz wohl, aber ich habe sie als Geschenk gekauft für einen Mann, der für uns arbeitet. Und er hat die Zigarre. Wo ist er? Er ist in Las Vegas. Ja, er müsste schon im Hotel angekommen sein. Noch haben wir wohl nichts zu befürchten. Er wollte sich die Zigarre aufheben für einen, wie soll ich sagen, einen besonderen Anlass. Er wollte die Zigarre erst rauchen, wenn er gewonnen hat. Er spielt gern Karten. Ich glaube, Sie begreifen den Ernst der Lage nicht. Dieses Zeug ist äußerst gefährlich. Schwindelgefühl, Koma. Die Chemikalie greift das zentrale Nervensystem an. Sobald er sie geraucht hat, ist es zu spät. Können wir ihn anrufen? Ja, ja, sofort. Gibt's irgendein Gegenmittel? Keins, außer ihn rechtzeitig zu warnen. Liebling, sieh doch mal. Hm? Diese Kassette lag neben dem Telefon. Das sollen wir abhören. Hallo, Mr. und Mrs. Hart, ich habe noch mal darüber nachgedacht. Sie haben beide recht. Ich bin so ein Trottel, der seinen täglichen Trott geht. Deshalb werde ich dieses Jahr nicht nach Vegas fliegen. Ich gehe nicht in die Wüste, sondern in den Schatten der Palmen. Endlich tue ich mal was Unberechenbares. Das verdanke ich nur Ihnen. Ach, und Mr. Hart, noch mal vielen Dank für die Zigarre. Die ist wirklich große Klasse. Ich habe das absolute Gefühl, dass sie mir Glück bringt. Oh mein Gott. Ich fürchte, Ihr Freund wird viel mehr Glück brauchen, als er ahnt. Ja, richtig. Ja, ganz genau. Ich danke Ihnen vielmals. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Die Polizei versucht, ihn überall zu erreichen, aber viel Hoffnung haben Sie nicht. Vielleicht hilft uns sein Notizbuch weiter. Eine dieser Telefonnummern. Sieh mal, das ist ja interessant. Die meisten, die hier drin sind, sind Frauen. Na, Max lebt nun mal gern gefährlich. Ach so, die Werkstatt hat angerufen. Max hat seinen Wagen vor der Abreise zur Inspektion gegeben. Sie haben gesagt, das macht er immer, bevor er nach Las Vegas fährt. Wenn er seinen Wagen nicht hat, dann ist er also geflogen.
Und das bedeutet, er könnte überall sein. Er sitzt irgendwo und raucht diese Zigarre. Er raucht nie vor dem Frühstück, Schatz. Ja, das stimmt schon. Was ist das? Ich weiß nicht. Upsa-Daisy-Blumenhandlung. Die ist von gestern. Vielleicht bringt's was. Gib mir die Nummer. 555-2842. 4 Dutzend Rosen. Hallo, hier ist Jonathan Hart. Hm? Ja, genau der. Max arbeitet bei uns. Gestern haben Sie Blumen für ihn verschickt. Ich muss unbedingt wissen, wohin Sie die geschickt haben. Vielen Dank. Sie sucht in Ihrem Auftragsbuch. Ich schreib's auf. Ja. An Miss Meierling, 41, La Mesa, Santa Barbara. Vielen Dank und was sagen Sie? Wie es Max in Las Vegas gefällt? Ach so, Sie wissen, dass er um diese Jahreszeit immer dahin fährt. Also nochmals vielen Dank. Jeder weiß, dass Max nach Vegas will, nur er nicht. Meierling? Erinnerst du dich an eine Freundin von ihm, die Meierling hieß? Ich glaube nicht. Wie weit ist es denn noch? So eine Stunde ungefähr. Blöder Ding aus. Entschuldigung. Sie jagen ja alles in die Luft. Na, bei der Sorte wäre es ja nicht so schlimm, aber um eine Glückszigarre wäre es wirklich schade. Hören Sie auf zu rauchen, das wäre Ihr Glück. Oh, ich wusste nicht, dass Sie Sprechstunde haben, Herr Doktor. Verkaufen Sie auch Sprit? Klar doch. Wie komme ich denn von hier zur Gärtnerei? Eine halbe Meile geradeaus weiter und dann nach links. Also, wie der typische Gärtner sehen Sie nicht unbedingt aus. Haben Sie was mit der Blumenschau nächste Woche zu tun? Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin für vierblättrige Kleeblätter zuständig. Wo ist denn hier... Was denn? Wo was? Ah, da um die Ecke. Ist nicht zu verfehlen. Guten Tag. Guten Tag. Volltanken bitte. Aber gerne. Soll ich mal unter die Haube sehen? Nein, ist nicht nötig. Ich brauche nur Benzin. So, das wär's. Sie können wieder abdüsen. Macht 15,40. Hier, bitte. Danke. Was? Warten Sie, Sie kriegen noch was raus. Ist schon okay, so. Ja, wie? Oh Mann, danke! Alles klar? Na und wie? Macht 8,10 Dollar. Hier sind 8 Dollar. Und 10 Cent, ganz genau. Schönen Dank. Ja.
Sie denn hin? Ich will zur Spielwarenmesse, mein Junge. Viel Glück. Ja, super. Ich bin froh, dass du da bist, Max. Du siehst gut aus. Richtig gut siehst du aus. Und da wären wir schon. Schönen guten Tag, Herrschaft. Das muss er ja wohl sein, der Meister aller Klassen. Der blitzschnelle Tommy. Hallo, Tag, Max. Hallo, Tommy. Wir haben doch schon vor ein paar Jahren in der City miteinander gespielt. Genau. Weißt du doch? Ja. Und wie läuft's so, Tommy? Nicht so toll. Ich krieg oft ein Blatt, das Blattläuse hat. Und das ist Mickey? Hallo, Tag, Mickey. Ja, Tag, Max. Und Gary? Lange nicht gesehen, Max. Das letzte Mal 75 in Vegas. Ja, das stimmt. Und das ist Arthur. Hallo, Max. Guten Tag, Arthur. Freut mich, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Und das hier ist Big Sam. Ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Vielen Dank. Mal sehen, wie Sie das nach dem Spiel sehen. Gary hat das alles organisiert. Das ist eine hübsche kleine Party. Ich habe meinem Schwager versprochen, auf die Gärtnerei zu achten. Ein Glück, dass mein Buchmacher mir Daves Nummer gegeben hat. Du hast mich gerade noch erwischt, als ich zur Tür raus wollte. Danach war ich noch mit dem blitzschnellen Tommy unterwegs. Und weißt du, was das heißt? 2 Stunden lang den Song Irish Eyes Are Smiling. Total falsch gesungen. Ach, hör doch. Was ist das hier, ein Kaffeekränzchen? Na, vorwärts, teil endlich aus. Mickey hat recht, wir sollten ihn nicht warten lassen. Er bringt seine Art Poker zu spielen, meine Kinder durchs College. Oh nein, von wegen, Freund. Von wegen, jetzt kommt ja frisches Blut ins Spiel. Ja, da hast du recht. So ist es. Nur macht schon. Richtige Transfusion. So, hier sind $500, dafür will ich Chips. Mal sehen, wie lange die reichen. Wenn du so viel Glück hast wie ich, 5 Minuten. Das ist ja vielleicht ein Wahnsinnsding. Du musst ein halber Millionär sein. Von der Sorte habe ich schon gehört. Dafür hat er bestimmt einen Zehner hingelegt. Wenn das reicht. Das hier ist meine kleine Siegerzigarre. Die stecke ich erst dann an, wenn ich euch richtig fertig gemacht habe. So fein schlecht, der Lady. Das kann ja was werden. Stimmt ganz klein wieder auf. Ein Tanzstudio. Ich sehe kein Tanzstudio. Das hier ist La Mesa. Da ist es ja. 140 Ariska Meierling Tanzstudio. Ach, ich hab's doch gewusst, ich kenne den Namen. Die war Tänzerin beim russischen Staatsballett. Und Achtung und 1, 2, 3, 4. Et battement. Und die Arme. Und strecke. Die Beine. Höher den Arm. Strecken. Weiter. Und arabesque. Wartet, was? Es ist mir sehr unangenehm, Sie beim Unterricht zu stören. Ich bin Jennifer Hart und das ist mein Mann Jonathan. Oh, Jonathan Hart, ja. Guten Tag. Max hat sehr oft von Ihnen beiden gesprochen. Wie geht es dem guten Max? Wir haben gehofft, das könnten Sie uns sagen. Ist er etwa ausgerissen? Nicht direkt. Er ist uns irgendwie abhanden gekommen. Oh, ich könnte sagen, dass mir das mit ihm auch mal passiert ist. Na los, Mädchen, strecken. Er ist mir auch abhanden gekommen. Oh, ja. Er ist etwas Besonderes. Ja, so sehen wir das auch. Und er ist möglicherweise in Gefahr. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Die Blumen, die er Ihnen geschickt hat. Ach, Max schickt mir unheimlich oft Blumen. Und ich komme gerade zurück aus Europa. Nächste Woche habe ich Geburtstag. In ein paar Tagen ist Aufführung und das sind alles Gründe für Max, mir Blumen zu schicken. Er ist sehr, sehr lieb. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo er sich aufhält. Wir fahren jetzt wieder zurück in die Stadt. Es gibt sicher noch andere Stellen, wo wir nachfragen können. Haben Sie vielen Dank. Ich hoffe, Mr. Hart.
dass sie ihn bald finden werden. Er würde für sie durchs Feuer gehen. Das wissen wir. Vielen Dank. Hallo? Ja, hier ist Mrs. Hart. Was? Ja, ich verstehe. Ist Max tot? Feststellen konnten, ist Ihr Freund am Steuer eingeschlafen, Mr. Hart, und zwar kurz vor dem Unfall. Papiere wurden nicht gefunden. Allerdings standen Ihr Name und Ihre Adresse im Leasingvertrag für das Auto. Vielleicht ist es für Sie ein Trost, wenn ich Ihnen sage, dass er nicht gelitten hat. Nach meinen Erfahrungen ist er nicht mehr aufgewacht. Ich bin sicher, er hat von allem nichts gemerkt. Mr. Hart, es würde genügen, wenn einer von Ihnen die Leiche identifiziert, denn wenn... Danke. Nicht zu danken. Schatz, warte hier, ich bin gleich zurück. Nein, ich gehe mit dir. Es könnte ein Straight Flash sein. Es könnte auch nur ein Flash sein. Oder ein Straight. Es könnte genauso gut gar nicht sein. Na, was ist denn, was ist denn? Spielen wir jetzt oder spielen wir nicht? Ich glaube nicht, dass sie blufft, Max. Ich bin raus. Ich glaube, sie blufft. Ich gehe mit. Dann will ich aber endlich was hören. Hören Sie zu, den ganzen Abend freue ich mich darauf, meinen Siegerschornstein rauchen zu lassen. Jetzt sehe ich eine Chance, aber lassen Sie mich gefälligst nachdenken. Ist ja dumm, dass Dave so früh weg musste. Hoffentlich macht der Nebel ihm nicht zu sehr zu schaffen. Ich finde es sehr freundlich von ihm, dass er den Wagen für Max wieder zurückgefahren hat. Er ist wirklich ein netter Kerl. Ich spare dadurch eine ganze Woche Leihgebühr. Dann würde ich an Ihrer Stelle setzen, anstatt nur zu schwätzen. Wer schwätzt? Das sind Ihre 50. Und ich gehe noch um 100 drüber. Dann kommen von mir 100 und ich sage noch mal 100. Sowas habe ich befürchtet. Okay, dann will ich sehen. Ich habe einen Straight bis hin zum Ast. Es tut mir furchtbar leid für Sie, Max. Aber ich bin leider etwas besser. Ich habe einen wunderschönen Flash. Ich hatte fast einen Royal Flash. Ne? Vielleicht mache ich dich nach der nächsten Runde endlich an. Na los, mischen, austeilen! Mr. Hart,
Mr. Hart, verzeihen Sie, dass es so lange gedauert hat, aber wir konnten die Leiche erst jetzt einwandfrei identifizieren. Wer ist es? Der Mann hieß Dave Reiter. Sagt Ihnen der Name etwas? Er lebt allein. Keine Familie, keine Verwandten. Mehr wissen wir leider nicht. Also wissen wir immer noch so gut wie nichts von Max. Tut mir leid, aber wir tun, was wir können. Gut, vielen Dank, Lieutenant. Ich bitte Sie, es ist doch meine Aufgabe. Soll ich uns vielleicht ein Omelett machen? Nein, nein, danke, Schatz. Weißt du, dass Max mir mein erstes Omelett gemacht hat? Tatsächlich? Er hat mir auch gezeigt, wie man die Gabel richtig hält. Er hat mich mein halbes Leben begleitet. Ich weiß. Und weißt du auch noch, wie es war, als ich ihn kennengelernt habe? Wie er mich hinten aus der Bar schleppte, während vorne die Polizei reinkam? Ja. Er hat mir bei der Eröffnung meines ersten Kontos geholfen und mir die Ohren langgezogen, als ich davon meine erste Pferdewette wagte. Aber du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich dann die Bank gekauft habe. Das war ein Erlebnis. Meinen ersten Ballettabend verdanke ich ihm. Ach, das habe ich nicht gewusst. Er hat gesagt, jetzt hör gut zu, Junge. Man braucht auf jedem Gebiet seine Erfahrung. Du wirst sehen, die Ladies haben Beine bis zu den Schultern. Ach, unser Max. Der gute Max. Tja, Max würde jetzt sagen, spiel deine Karten erst dann aus, wenn alle Einsätze gemacht sind. Wenn wir ihn bloß nicht so geärgert hätten mit seiner Berechenbarkeit, vielleicht wäre er dann... Dann wäre er nicht in Gefahr. Das ist es. Was? Berechenbar. Berechenbar. Warum habe ich daran nicht gedacht? Woran? Er wird seine Gewohnheiten nicht ändern. Er ist nicht weg, um irgendwas anderes zu tun. Er macht dasselbe, was er immer macht. Er macht es diesmal nur woanders. Aber natürlich. Das hat er sogar auf Band gesprochen. Irgendwas über die Zigarre, die ihm Glück bringt. Es ist also ganz klar, dass er spielt. In Reno? In Tahoe? Nein, nein. Schnee kann er nicht leiden, zu kalt. Atlantic City? Zu weit. Dann ist er hier geblieben. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, aber was ist die wahrscheinlichste? Ja, was? Freddy. Sein Buchmacher Freddy. Der weiß, wo sich was abspielt. Kennst du ihn etwa? Aber nein, Freddy ist für mich sowas wie eine Telefonnummer. Doch, ich bin mit Max mal bei ihm gewesen. Wir mussten dann nämlich einen Gewinn abholen. Ich glaube, ich weiß noch, wo das war. Wir versuchen es. Ja, gut. Ich sag König und höre. 50. Ich passe. Ich will sehen. Ein Königspärchen. Das wusste ich. Nicht zu glauben. Das gibt's ja nicht. Das war auch Zeit. Das Ding. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich kann nicht mehr. Ja, mir geht's genauso. Das ist eine Nacht, hä? Du meinst ein Morgen. Wie wär's denn mit einer Gnadenrunde für die Verlierer? Davon gibt es immerhin 5. Tommys Vorschlag ist super. Ich habe noch kein vernünftiges Blatt gesehen. Also bitte eine Runde. 7 Karten höchstens, kein Limit. Auf die Weise hat jeder eine Chance. Kein Limit? Kein Limit. Max, Sie sind ein Spieler, wie ich ihn liebe. Austeilen. Gib uns bitte neue Karten. Bitte. Ein brandneues Pech. Freddy. Francusi? Wir suchen Freddy Francusi. Mr. und Mrs. Hart. Sie kennen uns, woher? Aber ich bitte Sie natürlich. Wollen Sie sich nicht setzen? Vielen Dank. Sie sind Freddy Francusi? Ja. Ich hätte mit einem männlichen Freddy gerechnet. Das war mein Vater. Er lebt in Florida. Ich mache hier weiter. Ich bin Freddy Junior. Das hatten Sie nicht erwartet. Nein. Datenverarbeitung ist auch bei uns notwendig. Genau wie bei Hart Industries. Interessieren Sie sich für ganz bestimmte Wetten? Football, Tennis, Pferdewetten, Polo-Wetten natürlich. Wir sind nicht hier, um zu wetten. Wir brauchen eine Information. Wissen Sie, wo Max ist? Ist er nicht bei Ihnen?
Er hat mich gestern Abend angerufen. Er wollte wissen, wo was los ist. Ich hab gedacht, er will nach Vegas, wie üblich. Das haben wir auch gedacht. Für Poker bin ich nicht zuständig, aber ich habe ihm eine Adresse genannt. Und wie heißt die? Ich gebe Ihnen eine Telefonnummer. Aber Sie müssen mir versprechen, meinen Namen auf keinen Fall zu erwähnen. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich möchte den Kunden nicht verlieren. Sein Name ist Dave Ryder. Die Adresse können Sie behalten. Denn Mr. Ryder ist tot. Max, wenn Sie in die Karten verliebt sind, heiraten Sie sie morgen, aber jetzt machen Sie Ihren Einsatz. Sie können einen Kerl aus der Reserve locken. Ach, das hat mein Alfie auch immer gesagt, möge in Frieden ruhen. Na schön, mein Viererpärchen ist schon sehr gut. Aber vielleicht kriege ich doch noch einen Flash. Ich kann warten. Ich setze 100 gegen deinen Flash. Ich gehe mit. Und du? Das halten meine Nerven nicht aus. Ich gehe mit. Also ich glaube dir nicht. Hier sind deine 100 und... Erhöhe um weitere 100. Das heißt 200, wenn du dabei bleibst. 200. Und erhöhe nochmal um 100. Das heißt für dich auch 300. Geht in Ordnung. Gehen Sie mit? Ich gehe mit. Und nochmal 300. Ich gehe mit. Und ich erhöhe. Schön, Leute. Und jetzt lasst was sehen. Ja, runter die Hosen. Was ist los, Max? Hast du es am Herzen? Ich hab's nicht nur am Herzen, ich hab's am Kreuz, hab's am Karo und hab's am Pik. So, mein Viererpärchen steht immer noch gut da. Ich sag noch mal 100. Ich höre deine 100 und sage noch 200. Du musst also 300 bringen. Ich weiß. Ich kann rechnen. Und Sie? Und ich kann spielen. Ich gehe mit und noch zwei kleine Hunderter, okay? Ich will sehen. Der Topf ist voll. Full House. Asse gehen über Damen. Das ist nicht wirklich. Ich danke sehr herzlich, Gentlemen und Lady. Einen Moment noch, ja, bitte. Vier kleine Vier. Das gibt's doch nicht, das ist ja ein Schlag. Was hat die Welt noch nicht gesehen? Donnerwetter, das ist ja nicht zu fassen. Wie kommt denn noch auf so was? Und jetzt die Zigarre. Genau. Die hast du verdient, Max. Du erlaubst doch, Max. Die Superzigarre für den Supergewinner. Ihr dürft schnuppern, Spielwarenfreunde. Das nenne ich den süßen Duft des Erfolges. Hier kommen wir der Sache vielleicht etwas näher. Der Kilometerstand könnte uns weiterhelfen. Hoffentlich. 23.156. Also ist er ungefähr 40 Meilen gefahren. Wir sind 20 Meilen von L.A. entfernt, bleiben also noch 20 Meilen nach... Tja, nach irgendwo hin. Ja, das Gebiet ist zu groß. Sieh dir das an. Blue Lagoon Motel. Das wäre eine kleine Chance. Lieber eine kleine Chance, sonst keine Chance. So, Max. Auf dein Wohl und dein Glück. Sehr zum Wohl. Ja,
Du hast wirklich Glück gehabt, anders kann man das nicht nennen. Und die Zigarre duftet sensationell. 3500, zähl nach. Ja, ist schon in Ordnung. Vorsicht! Alles klar, Max? Na, hör mal, natürlich. Ich muss schlafen. Mir fehlt eine Nacht, verstehst du? Mir fehlen schon fast zwei Nächte. Sag mal, willst du nicht noch mit uns frühstücken? Nein, danke, Micky. Ich will nur so schnell wie möglich in meinem Bett. Du kannst meinen Wagen haben. Ich kann bei einem anderen mitfahren. Fahr aber vorsichtig, er ist noch nicht bezahlt. Ach, hör mal, Micky, wir spielen doch noch die ganze Woche. Heute Abend hast du vielleicht Glück und dann kaufst du dir einen Rolls-Royce. Ja, natürlich. So, also, Freunde, wir sehen uns heute Nachmittag. Hey, du hast deine super Siegerzigarre liegen lassen. Oh Mann, ohne die kann ich doch gar nicht fahren. Na eben. Das ist mein Schätzchen für heute Nacht. Also, mach's gut. Wiedersehen, alter Junge. Gute Nacht, Siegblitzpilz. Ich hab's gefunden. Er hat sich eingetragen und ungefähr vor 4-5 Stunden hat er angerufen. Wir sollen das Zimmer frei halten und er bezahlt auf jeden Fall. Hat er gesagt, von wo er anruft? Nein. Kam Ihnen an dem Anruf etwas ungewöhnlich vor? Wie meinen Sie das? Haben Sie an irgendwas erkennen können, wo er ist? Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Er arbeitet für uns. Er ist unser Freund und er ist in Schwierigkeiten. Hat er nicht irgendwas gesagt, was Ihnen merkwürdig vorkam? Na ja, er hat gesagt, er hätte was Tolles in Aussicht. Und wenn alles richtig klappt, kauft er vielleicht meine Bude. Er wollte entweder eine Bank ausrauben oder er hatte zu viel getrunken. Danke, vielen Dank. Er muss also an einem privaten Glücksspiel teilnehmen. Hoffentlich gewinnt er nicht. Wir sollten mal die Hotels in der Stadt durchchecken. Wieso sollte er in der Stadt in einem Hotel spielen und in einem Motel außerhalb wohnen? Du hast recht, das wäre dumm. Halt! Hast du das Schild da hinten gesehen? Nein, welches Schild? Da stand drauf, Gärtnerei zur schattigen Palme. Das Tonband von Max. Was hat er da gesagt? Er hat gesagt, ich fahre nicht in die Wüste, ich fahre unter schattige Palmen. Da müssen wir rauf, was? Wir haben hier was Dringendes zu erledigen. Sie haben hier gar nichts zu erledigen. Halt still! Liebling, hast du dir wehgetan? Wo ist Max? Wer? Max, wo ist der? Sind Sie keine Polizisten? Nein, wir sind die Harts. Max arbeitet bei uns. Wo ist der? Er ist gerade erst weg. Ich habe ihm meinen Wagen geliehen. Er war etwas müde. Hat er etwa die Zigarre geraucht? Die Zigarre? Ja, ich habe ihm eine besondere geschenkt. Hat er sie geraucht? Oh ja, nachdem er hier gewonnen hat, hat er sie sich in den Mund gesteckt.
Wo ist er hingefahren? Er wollte in sein Motel. Er nimmt die 92. Die 92? Was für ein Wagen fährt er? Einen blauen Chrysler, viertürig. Viel Glück. Mist. Wir leihen uns den Kleinlaster. Dann könnte es jedenfalls sein. Er fährt ja, als ob er betrunken wäre. So wie es aussieht, erkennt er uns gar nicht. Was hast du denn vor? Halt dich fest, jetzt spielen wir Autoscooter. Anhalten, Max! Max, halten Sie doch an! Es geht nicht anders. Oh, Max, jetzt wird alles gut. Wir sind ja hier. Max! Da ist die Zigarre. Viel hat er zum Glück nicht davon geraucht. Wir bringen sie jetzt in ein Krankenhaus und dann wird alles wieder gut, ganz bestimmt. Hallo, Mr. und Mrs. Hart. Ich habe gewonnen. Das war ein Glück. Ja, heute hatten wir alle großes Glück. Wieso sind Sie schon aufgestanden? Es ist doch erst eine Woche her. Ach, mir geht's gut, Mrs. Hart. Ich werde wahnsinnig, wenn ich nichts tue. Sie beide haben mich jetzt wirklich lang genug verwöhnt. Und auch gut genug? Ja, ich bin topfit. Setzen Sie sich. Das Frühstück ist fast fertig. Was für ein Tag ist denn heute? Heute? Mhm. Heute ist Dienstag. Wieso? Tja, montags, da... Da gibt es Pfannkuchen. Und wenn heute Dienstag ist, gibt es Eier Benedikt. Oh. Stimmt's, Max? Nein. Soll ich Ihnen mal was sagen? Sie lassen Ihren Alltag viel zu einfallslos verlaufen. Heute serviere ich englische Brötchen, pochierte Eier mit einer kleinen Sauce Hollandaise und kanadischen Magerspeck. Max, das sind Eier Benedikt. Max, Sie haben vollkommen recht. Ich finde auch, dass Mrs. Hart und ich endlich mal das Abenteuer suchen sollten. Was meinst du, Schatz? Aber natürlich. Ja, nehmen Sie kein Beispiel an mir. Unberechenbar.